Fein rausgeputzt fürs Hochzeitsfoto. Junge Vietnamesen trauen sich und sie trauen sich was zu. Ein 88-Millionen-Volk bereit für die Zukunft. Der Vietnamkrieg war zu Ende, bevor dieses junge Glück auf der Welt war. Die neue Generation erlebt den bitteren Kampf gegen Amerika wie einen Kirmesspaß. Die Waffen sind von damals. Patronen können sogar mit Dollars bezahlt werden. Vietnam ist ein langes, schmales Land am südchinesischen Meer. Dreimal in ihrer Geschichte haben die Vietnamesen Eindringlinge besiegt. Die Chinesen, die Franzosen, die Amerikaner. Kein Wunder, der Legende nach stammen alle vietnamesischen Männer von einem starken, furchterregenden Drachen ab. Und alle Frauen von einer schönen Fee. Viele Feentöchter und Drachensöhne würden gerne so reich sein wie Milliardär Chien, der uns auf unserer Reise begegnen wird. Wir finden aber auch Menschen, deren Schicksal Albträumen gleicht. Und wir werden am Ende einen treffen, der in Bayern aufwuchs. Und den sein persönlicher Traum vom Glück zurückbrachte, obwohl die Vietnamesen nicht die Bayern, sondern die Preußen Asiens genannt werden. Es wäre schön, wenn einiges wäre wie in Bayern. Dann würde ich mich auch sehr, sehr wohlfühlen und hätte nicht auch noch ein Heimweh nach Bayern. Die Preußen Asiens nutzen die goldene Morgenstunde zur Ertüchtigung. Sie stehen immer früh auf, hier in der Hauptstadt, in Hanoi. Sozialistische Ehrenmale unterstützen die mentale Ertüchtigung. Für einen gesunden Geist im gesunden Körper rollt auch der ideologische Nachhilfelehrer zur Arbeit. 7.15 Uhr morgens, da sind in Vietnam zwar schon längst alle wach, aber sollte doch noch jemand schlafen, dann holt ihn dieser Weckdienst garantiert aus den Träumen. Vorbei an kommunistischen Propagandaplakaten und wir sehen das revolutionäre Weckhäuschen. Wo der Diskjockey für marxistisch-leninistische Straßenbeschallung auflegt. Revolutionäre Lieder und die neueste Tageslosung. Drei Dinge habe ich euch heute mitzuteilen. Die Steuern für kleine Läden in Hanoi sind gesenkt worden. Haltet die Straßen und die Umwelt sauber. Belästigt keine Touristen, indem ihr ihnen nachlauft, weil ihr ihnen was verkaufen wollt. Der Parteistempel auf allem. Und Hammer und Sichel, das Emblem für den Arbeiter- und Bauernstaat Vietnam. Dekomaterial, erklärt Genosse Leng. Möglich, dass mancher mir gar nicht mehr zuhört und nur noch die Uhr nach mir stellt. Wir aber lauschen sehr interessiert. Im dichten Morgenverkehr von Hanoi.
Seit 20 Jahren versucht Vietnam, Kommunismus und Kapitalismus miteinander zu verknüpfen. Ganz ähnlich wie der große Nachbar China. Aber China schätzt man hier nicht besonders. Die Sozialistische Volksrepublik Vietnam geht lieber ihren eigenen Weg. Das Ho Chi Minh-Mausoleum, wo gleich nebenan Kitsch und Geschichte verkauft werden. Onkel Ho, der vietnamesische Freiheitsheld, der auch mal deutsche 68er begeisterte. Mit ihm begann der kommunistische Aufstand in Indochina. How much is it? Wie viel macht das? 150.000 Dong. Das ist ja derselbe wie auf dem Geld. Den kann man sich dann zu Hause auch in Vietnam gleich neben die Goethe-Büste stellen. So fern liegt der Gedanke mit Goethe in der Vo Thi Sao Straße 90 nicht. Da hat Frau Diem Freunde eingeladen, mit denen sie vor 50 Jahren in der DDR im Internat war. Herr Fu, er hat übersetzt Faust. Ede seid der Mensch, hilfreich und gut. 10 Jahre lang habe ich an diesem Werk gearbeitet. Und ich bin auch stolz darauf, dass der Übersetzer von Faust ein Freund von uns ist. Vietnamesischer Rotwein. Und die Preußen Asiens reden über ihr Vorbild, über die echten Preußen. Was ich von Deutschland mitgenommen hatte, da kann ich nur so sagen, oder was ich alles gelernt hatte, die Pünktlichkeit, die Gründlichkeit, die Verantwortlichkeit. Ich denke zum Beispiel an eine kleine Geschichte, als wir zum Beispiel vor langer Zeit eine deutsche Delegation zu empfangen hatten. Da stand es an der Tafel geschrieben, alle Angestellten müssen pünktlich sein, die Deutschen kommen. Da war ich hier, meiner Klasse. Alle am Tisch nennen sich Moritzburger. In den 50er Jahren als Funktionärskinder ins Ausland verschickt, nach Moritzburg bei Dresden. Nein, alle in Dresden. Ho Chi Minh hat uns besucht bei Moritzburg. Hier bin ich. In der Mitte. Und der Staatsgründer. Oh, Ho Chi Minh ist hier. Sie lebten materiell nie besser als heute, die älter gewordenen jungen Pioniere. Sie beklagen aber den Verlust an Nächstenliebe. Im Krieg und bei der Armut musste man zusammenstehen, unterstützen, um leben zu können. Und da war die Beziehung, man kann sagen, gut gewesen. Aber siehst, es gibt Reiche und Arme. Und wie ist die Beziehung zwischen Reiche und Arme? Das ist ein großes Problem. Aber ich denke, unser Staat versucht wie möglich, diesen Abstand, näher zu bringen. Natürlich, es gibt auch nicht so gute Sachen, aber man muss an die Zukunft gucken. Und wenn das weiter so geht, naja, ich bin zufrieden. Fleißig arbeiten, dann ist schon gut. Und die Freizeit genießen, das zählt auch. Staatsbetriebe halten Vietnam zwar im Griff, aber das große Rad der Wirtschaft dreht sich privat. Der Saal, in dem auch Frau Diem mit Moritzburger Freunden gern das Bein schwingt, gehört der Holzgewerkschaft. Dieser Tanzpalast ist mittags schon geöffnet. Die Holzgewerkschaft hat die Räume unter der Hand an einen privaten Betreiber vermietet. Sonst stände er ja die meiste Zeit nur leer. Kommunismus und Kapitalismus können am besten miteinander, wo es für beide was abwirft. Thank you.
Man muss sehen, wo man bleibt. Mancher Moritzburger bessert die Minirente mit einem Schwarzjob auf. Vietnams Wirtschaft ist jahrelang mit eindrucksvollen Zahlen gewachsen. Aber die Inflation knabbert die Erfolge wieder an. In den 90er Jahren haben die Drachensöhne mit Reformen begonnen. Sowas dauert. Es fehlt öffentliches Geld, um die Infrastruktur den Plänen anzupassen. Staatsgeld verschwindet außerdem allzu oft in den falschen Taschen. Der Transformationsprozess stottert. Auf ein paar althergebrachte Dinge kann man sich allerdings verlassen. Die alten Hafenkräne in Haiphong arbeiten weiter, obwohl man sie längst ausmustern wollte. Geliefert wurden sie einst vom sozialistischen Bruderland DDR. Von Haiphong bis in die schöne neue Welt auf einer Insel vor Halong Bay ist es nicht weit. Hier stehen 3 Millionen Dollar Villen. Und eine Frage drängt sich auf: Wer kann sich denn sowas in Vietnam leisten? Generäle und Banker aus Hanoi, sagt der Verkäufer selbst und will, dass ich seinen Rolls-Royce mal ausprobiere. Früher, aber da fuhr Herr Tien noch Mercedes, hat er oft im Auto geschlafen, kurz nachdem er seine Insel vom Staat gekauft hatte. Am Modell lässt Herr Tien vom Assistenten erklären, dass das 1200 Hektar Eiland ein Erholungs- und Einkaufsparadies werden soll. Herr Tien soll mit 2 Milliarden Dollar Vermögen der reichste Mann Vietnams sein. Aber er beteiligt sich nicht an Vergleichswettbewerben. Sein Idol und persönlicher Held, sagt er, bleibt auch heute noch der Bescheidenheit predigende Onkel Ho. So weit sei man gar nicht auseinander. But he's still your personal hero also, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh war eine andere Generation als wir heute. Er liebte sein Land mit dem Herzen. Wir Businessmen beweisen unsere Vaterlandsliebe durch gute Geschäfte. Mein Hirn ist mein Reichtum, erklärt Herr Tien. Mit der Energie eines echten Drachensohns ist er zu Vietnams Vorzeigekapitalisten aufgestiegen. Als ich aus dem Krieg zurückkam, da schlief ich auf der Straße. Glauben Sie mir, wenn einer weiß, wie Armut sich anfühlt, dann ich. Als in der Nachkriegszeit in den 80er Jahren die Wirtschaft brach lag, da stand in staatlichen Betrieben überall Material ungenutzt herum. Ich habe billig zugegriffen. So fing es an. Der Assistent betont, dass die Gesellschaft verantwortungsvolle Leute wie Herrn Tien brauche. Und Herr Tien warnt, schätzt Vietnamesen nicht falsch ein, nur weil sie unter kommunistischem Banner leben. Die Mentalität in Vietnam ist anders, als Sie denken mögen. Vietnamesen arbeiten nicht wirklich zusammen. Hier ist jeder nur für sich selbst da. Meine Hoffnung ist die junge Generation. Die studieren im Ausland. Da lernen sie, mit anderen und für andere zu denken. Das bringen sie vielleicht zurück. Herr Tien wurde von der Staatsführung zum Ehrenadmiral ernannt. Für seine Verdienste als Wirtschaftskapitän. Ein stolzer Patriot. Als Held der Wirtschaft muss ich beispielhaft sein. Und allen dienen. Die Preise auf Herrn Tiens halbfertiger Insel der Seligen vor der Halong-Bucht gehen eher noch hoch. Vietnams Immobilienmarkt ist überhitzt. Jeder im Land kennt das Grundprinzip. Mit guten Kontakten in Staat und Partei wird Land billigst gekauft und teuerst verkauft. Den Profit teilen sich die Partner solcher Joint Ventures.
Wir genießen die Schönheit der Halongbucht auf einem der Ausflugsschiffe. Das bläst Gedanken an die endlosen Korruptionsgeschichten fort, die in Vietnam offen oder hinter vorgehaltener Hand erzählt werden. Die Halongbucht ist eins der schönsten Naturschauspiele in Südostasien. Über 1500 Felsen ragen aus dem Meer wie versteinerte Finger der Wassergötter, die die Menschen hier früher angebetet haben. Vier Stunden Fahrt auf schlechter Straße zurück von Halong und wir sind wieder in der Hauptstadt Hanoi. Durch die engen Altstadtviertel läuft die noch engere Bahnlinie. Züge dürfen hier erst nach Einbruch der Dunkelheit fahren, damit das Verkehrschaos über Tag nicht noch größer wird. Über alles wachen beamtete Bahnwärter alten Stils. Vietnams Eisenbahn gilt als eine der langsamsten weltweit. Für 1000 Kilometer von Nord nach Süd lassen sich die Züge schon mal 3 Tage Zeit. Warum alles so ist, wie es ist, darüber muss man sich im Bahnwärterhäuschen keine Gedanken machen. Die Partei entscheidet über richtig und falsch. So lernt man es in der Schule, so geht es im Staatsdienst weiter. Der diensthabende Bahnwärter Long wählt eine diplomatische Antwort. Ein Hochgeschwindigkeitszug sei ja geplant gewesen, aber im Moment fehle wohl das Geld. Wissen Sie, jede Nacht habe ich einen Traum, immer denselben. Dass ich ein Haus habe, kein großes, gerade groß genug, um komfortabel darin zu leben. Im Traum treffe ich andere, die haben auch ein Haus. Eine gute Arbeit, ein gutes Leben. Viel brauche ich nicht. Aber hätte ich das Haus zu bieten, dann könnte ich auch heiraten, Kinder haben und solch eine Zukunft. 8 Züge sind in dieser Nacht angekündigt. Das Bahnwärterhäuschen erhält per Telefon Vorwarnung. Long ist 28 Jahre alt und verdient als Beamter umgerechnet 60 Euro im Monat. Sein Vater wacht an einem anderen Übergang. Mit den Eltern lebt er mietfrei in einer Bahnwohnung. Gleich neben den Schienen. Ein bisschen laut und unkomfortabel. Wenn die Regierung die Trasse verbreitert, dann müssen wir raus. Aber vielleicht wird uns dann was zugeteilt, was mich meinem Traum vom Haus näher bringt. Longs Wache dauert 12 Stunden, dann hat er 24 Stunden frei. Zwischendurch darf er die paar Meter nach Hause gehen. Long und seine Mutter Wang haben uns zum Tee eingeladen. Seit Vietnam sich wirtschaftlich geöffnet hat, geht es ihnen besser, erzählen sie. Im letzten Jahr haben sie das neue Sofa angeschafft. Der Familienaltar beherrscht die Zweiraumwohnung. Den hat jeder zu Hause. Familie ist das Wichtigste. Die Wertschätzung für die Ahnen. Respekt der Jüngeren vor den Älteren, der Kinder vor den Eltern. Und was ist denn das da oben, Long? Die Spielzeugeisenbahn, wenn der kleine Neffe zu Besuch kommt.
Der Nachtzug nach Norden, an die chinesische Grenze. Die Richtung, in die auch wir weiterreisen werden. 12 Stunden Schlaglöcher und Serpentine. Die Landschaft wird üppiger, gleichzeitig rauer. Die Verhältnisse ärmer. Vietnam vereint viele Minderheiten. Die Bergregionen sind ihr Revier. Früher, zu Kolonialzeiten, hat sich niemand um die Menschen hier gekümmert. Sie wohnten jenseits der Wahrnehmung. Ein Straßenmarkt des Hmong-Volkes, die Frauen kunterbunt gekleidet, die Männer meist ganz schwarz. Die Zentralregierung hat viele Programme aufgelegt, diese Gegenden zu entwickeln. Aber daneben wird den kleineren Völkerschaften auch misstraut. Sie haben sich nie völlig gleichschalten lassen. Auch deshalb gilt hier oben nahe der Grenze, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Korrekt mitmarschieren lernen schon Erstklässler. Wenn man als Journalist in Vietnam reist, dann muss man einen staatlichen Begleiter dabei haben. Und auch die Autos, wie unseren Blümchentransporter hier, mietet man von einem Staatsunternehmen, das damit privatwirtschaftlich Profit macht. Und wenn man irgendwo ankommt, dann müssen wir uns gleich beim Volkskomitee melden. Das entscheidet nämlich darüber, ob man überhaupt arbeiten, also drehen darf. Wir begegnen so manchem Volkskomitee während unserer Reise. Aber das Fröhlichste ist sicher das in Lung Co gewesen. Wo schon der Dienstagnachmittag wie ein später Freitagabend in der Karaoke-Bar wirkt. Feierstunde zum erfolgreichen Abschluss eines Weiterbildungsseminars. Ho Chi Minhs Nachwuchs war trotzdem entgegenkommend und hat uns die Genehmigung für den Aufstieg auf den Grenzberg erteilt. Da drüben ist China, mit dem Vietnam noch 1979 einen ausgewachsenen Krieg geführt hat. Zwei kommunistische Brüder ohne allzu gute Familienbeziehung. China betrachtet diese Ländereien auf vietnamesischer Seite immer noch als seinen Hinterhof. Eine starke Frau aus dem Grenzland war es leid, dass Chinesen in die Dörfer kommen und Mädchen entführen. Wang Timai hat eine Kooperative gegründet, in der Frauen Geld verdienen und mit ihren Problemen Zuflucht finden können. Sie nimmt auch Frauen auf, die aus China zurückkommen, weil sie flohen oder die Polizei sie befreit hat, weil man sie mit Hochzeitsversprechen dorthin gelockt oder mit Gewalt hingebracht hatte. Wir finanzieren uns mit dem Verkauf unserer Webarbeiten. Das sind traditionelle Muster der Hmong. Ja, genau. Das hier bedeutet Familie. Der Wert der Familie überragt alles, schon gar den Wert der Frauen im abgelegenen Nordwesten Vietnams. Ihre Rolle ist, still zu leiden.
Frauen hier haben ein hartes Leben. Sie arbeiten auf dem Reisfeld. Und wenn sie nach Hause kommen, haben die Männer keinen Respekt vor ihnen. Die Männer trinken viel und prügeln sie. Gerade junge Mädchen sehnen sich nach einem anderen Leben. Dann kommen die Chinesen über die Grenze, bringen Kleider und Schuhe als Geschenke. Da fallen sie drauf rein. Freiwillig aber, erklärt Mai, gehen die wenigsten mit nach China. Die Frauen werden unter Vorwänden von den Dörfern weggelockt, dann einkassiert und verschleppt. 5 Fälle hatten wir allein hier im Ort. Sie werden in China zwangsverheiratet oder landen in Bordellen. Die enge Dorfgesellschaft schweigt solche Fälle aus Scham, meist tot. Mai macht das nicht mit. Sie bringt uns zu einer Frau, der schwanger die Flucht zurück gelungen war. Mai hat durchgesetzt, dass für Mutter und Kind ein Platz gefunden wurde. Ein Platz zum Wohnen und einer in der Gesellschaft. Für solche Rückkehrer haben die Dörfler sonst gewöhnlich nur ein böses Wort über: Chinesenhure. Als sie damals mit ihrer Tochter Xing im Bauch aus China kamen, wie war der Neuanfang hier? Sehr hart. In China fehlen Frauen als Folge von Mädchenabtreibung und Ein-Kind-Politik. Mit jedem Jahr wächst die Furcht der Mutter, dass eines Tages jemand kommt und auch ihre Tochter einfach über die Grenze mitnimmt. Oben in den Bergen fiel es kaum auf. Aber Vietnam ist dicht bevölkert. Siedlungen und Reisfelder drängen sich immer enger aneinander. Guter Boden wird rar. Wir fahren zurück Richtung Süden. Und da führen alle Wege noch einmal über das aus den Nähten platzende Hanoi, das sich unaufhaltsam ausbreitet. Überall in Vietnam fressen sich die Städte in die Reisfelder hinein und es entsteht neuer vietnamesischer Industriebarock. So was hier den Deutschen abgeschaut. Ich erinnere mich an meine Besichtigung in viele historische Gebäude in Deutschland, wie Charlottenburg, Zwinger in Dresden, Sanssouci-Schloss in Potsdam und so weiter. Wie lange waren Sie in Deutschland? Ich war zuerst zur Doktorarbeit von 82 bis 86 in Halle in der DDR damals. Und dann davor und nach der Wende war ich fast jedes Jahr einmal wieder in Deutschland gewesen. Und das hier ist aber kein Schloss, das ist eine Wurstfabrik. Dr. Tanz Wurstfabrik erhöht den Ausstoß jährlich. Mit einem Rezept für Thüringer Bratwürste hat es angefangen. Inzwischen ist die Produktpalette breiter. Der Mathematiker Tan hat die Firma ursprünglich mit einem deutschen Partner zusammen eröffnet. Deutsche Standards bei Hygiene und Qualität sind ihm wichtig. Die Pelle zu füllen ist gar nicht so simpel. Tans Geschäftsbeziehungen gehen in alle Welt. Schon um die Zutaten zusammenzukriegen. Schweinefleisch aus Vietnam ist ihm zum Beispiel nicht gut genug und dafür wiederum auch zu teuer. Wir müssen Schweinefleisch nach Amerika oder aus Dänemark importieren. Seitling aus Pakistan und New Zealand. Schweinedämme aus China und deutsche Gewürze aus Deutschland. Wie Muskat und so weiter für deutsche Wurst. Ja. Globalisierung. Globalisierung in eine Wurst.
Es ist schick geworden, zu essen wie die Ausländer. Vietnam hat zwar selbst eine Wurstsorte auf der nationalen Speisekarte, aber die schmeckt ein bisschen anders. Dem Besitzer der Fabrik geht es übrigens nicht nur hier um die Wurst. Dr. Tan ist umtriebig auf vielen Feldern. Seit Vietnam den Aufbau von Atomkraftwerken vorantreibt, zerbricht er sich den Kopf über eine Alternative. Sein Projekt: Energiegewinnung aus Reisstroh. Also ich möchte das Politbüro in Vietnam überzeugen, durch eine Pilotanlage, dass Vietnam in der Lage ist, also Bioenergie durch Abfälle von Reisanbau wie Reisstroh oder durch Kühle von der Schweinezucht, Biogasanlagen oder Pelletierung Energie produzieren statt AKW. Vietnam hat schon geplant, 2 AKW durch russische und japanische Technologie investieren. Aber ich glaube, Tschernobyl und Fukushima sind beispielhafte negative Wirkungen von AKW. Würstchen am Spieß zum Frühstück. Dr. Tan beliefert gleich mehrere Schulen mit seinen Produkten. Heute allerdings ist es eine Extrawurst vor dem Konzert. Dr. Tan hat aus Deutschland nicht nur die Liebe zu barocker Architektur und seinen Thüringer Würstchen mitgebracht, sondern er fördert auch deutsches Liedgut. Professor Ton und sein Blindenchor sind damit schon international aufgetreten. Dr. Tan auf dem Weg nach Hause, ausnahmsweise schon bevor die Sonne untergegangen ist. Eins der neuen, besseren Wohnviertel von Hanoi, wo der Himmel die Grenze ist für alle Träume von Geschäft und Erfolg. Dr. Tans Musikzimmer, ein typischer Vietnamese, weil er so schwer stillsitzen kann, lieber arbeitet. Arbeit für mich bedeutet wie das Leben. Ohne Arbeit bin ich müde und wie ohne Arbeit bin ich wie tot. Dr. Tan wohnt in Westlake, das angesagte Luxusviertel im neuen Hanoi. Das alte Vietnam wird an die Seite geschoben von seriösen Investoren wie von Casino-Spekulanten. Die Vietnamesen sind gewohnt, dass Überleben ein Kampf ist. In ihrer Geschichte war es meistens so. Vietnam lebt von Improvisation. Und Vietnam lebt auch vom Tourismus. Dafür dürfen die Klischees ruhig weiterleben. Altes Asien, wie man es sich so vorstellt. Stimmt es denn, dass in Vietnam immer noch so viel Hunde gegessen werden? Nein, heute werden weniger Hunde gegessen, dafür mehr Schlangen. Aber hier gibt es keine Hunde, oder? Nein, hier gibt es nur Schlangen. Das läuft sehr gut, seit es Vietnam besser geht und die Leute mehr Geld für sowas ausgeben. Aber es bleibt ein gefährliches Geschäft. Schauen Sie, was das Schlangengift mit mir gemacht hat. Spezialität des Restaurants: Cobra. Wir ersparen Zuschauern den Moment, in dem das Messer angesetzt wird. Wer das Herz bekommt, das klären wir da drin. Er. Die Cobra ist ein Männergedeck. Das Blut vermischt mit Schnaps verleiht angeblich besondere Kräfte in der Lendengegend. Der grüne Gallensaft in Alkohol soll die Abwehrkräfte stimulieren. Die Aufforderung zum Mittrinken ist deutlich. Dann,
Da drin ist das Cobra-Herz für den wichtigsten Mann am Tisch. Das macht Frauen glücklich. Der Rest der Schlange wird zu 12 kleinen Gerichten verarbeitet. Alles wird verwertet. Das Fleisch, die Haut, sogar die Knochen werden gemahlen und sollen als eine Art Knochenragout Kraft geben. Die Kobra wird über den ganzen Tisch verteilt, in Frühlingsröllchen eingewickelt und mit vietnamesischen Gewürzen tatsächlich schmackhaft angerichtet. Okay, thank you very much. It's like a spoon, ne? Und als Takeaway zum Mitnehmen der Schlangenschnaps. Wir besuchen einen Kochkurs, wo die feine Küche für jedermann eingeübt wird. Huang bildet Profis aus. 2 Jahre dauert die Hotel- und Restaurantlehre bei Koto, einer Hilfsorganisation. Die hier studieren, haben es geschafft. In einem Land, in dem die meisten Menschen unter 25 Jahre alt sind, das vor arbeitswilliger Jugend strotzt, haben sie einen Platz bekommen. Politiker hier nennen das die goldenen Zeiten und übersehen gern, dass für so viel Kraft und Willen gar nicht genug Chancen geschaffen werden. Koto nimmt nur Kinder aus armen Verhältnissen, zahlt ihnen die Ausbildung und vermittelt sie anschließend. Gute Schüler wie Huang werden selbst Trainer. Ich bin ein Bauernkind. Meine Familie hat nicht genug Geld, könnte sich nicht leisten, mich auf eine weiterführende Schule zu schicken. Hätte ich diese Chance hier nicht gehabt, würde ich heute sicher Gemüse auf dem Markt verkaufen. Vietnam hat viel Landwirtschaft. Vom Land kommst du kaum weg. Jeder wird von klein auf gebraucht, um die Familie zu ernähren. Die Gastronomieschule ist schick untergebracht. Restaurants in Hanoi oder Ho Chi Minh-Stadt reißen sich um Koto-Absolventen. Ich habe jetzt ein internationales Hotelmanagement-Zertifikat und reise für Koto sogar ins Ausland. Allerdings meldet meine Familie jetzt Ansprüche an. Sie denken, ich muss wohl Millionärin sein. Sind Sie's? Aber nein. Würden Sie es gerne sein? Jeder möchte das gerne, vermute ich. Aber verglichen mit anderen Seiten unseres Lebens ist Geld bei weitem nicht das Wichtigste für mich. Der Unterricht bei Koto bezieht alles mit ein, was man im Gastgewerbe braucht. Wer oben ankommt, geht ins Management. Angefangen wird unten an der Bar. Cocktailstunde. Es hat einen Grund, dass die Schule im besten Viertel der Stadt liegt. Die Absolventen sollen lernen, wie man sich in der reicheren Welt bewegt. Wir werden Zeuge, wie Koto neue Anwärter für die Gastronomieausbildung sucht. Angenommen wird, wer die Voraussetzungen erfüllt. Armut ist die Hauptvoraussetzung. 2 Sozialarbeiter fragen sich durch zur Adresse einer Bewerberin. Es wird ein Überraschungsbesuch. Der Großvater ist daheim. Die Bewerberin wohnt bei ihm. Das Wort Hausen trifft die Verhältnisse besser. Alles wird dokumentiert. Ein Onkel bringt die 18-jährige Twit nach einem Anruf mit dem Moped her. Zerrüttete Familienverhältnisse, der Großvater ist krank und gebrechlich. Ein kleines Reisfeld ernährt die beiden. Ihre Mutter starb vor 8 Jahren bei einem Verkehrsunfall, erzählt Twit. Den leiblichen Vater kennt sie nicht. Als ihr Stiefvater noch da war, war er brutal zu ihr. Ich
Brot? Ich bin so allein. Twit hatte sich für eine Lehre als Kindergärtnerin beworben, wurde aber abgelehnt. Alle Hoffnung ist jetzt Koto. Wie peinlich vor den Nachbarn, wenn auch das nicht funktionieren würde. Twit hat ihren Ausbildungsplatz schließlich bekommen. Überall in den Reisfeldern die Familiengräber. Zeichen von Tradition, die sich behauptet. Ankunft am Perlfluss in der alten Kaiserstadt Hue. Die Künstlerin Boy Chan versucht in Hue ganz privat die Werte Vietnams und die Lebensart der feineren Gesellschaft zu bewahren. Ich male am liebsten die Frauen von Hue. Diese hier trägt einen Strauß Lotusblumen. Der Lotus ist ein Wahrzeichen von Vietnam. Das Ideal einer Frau in Hue war immer, dass sie offen und einfach ist, sehr anmutig. Boy Chans ideale Welt ist allerdings verloren gegangen. Da gingen Frauen abends nicht allein aus, hätten auch keine Berufswünsche gehabt. Meine Großmutter ist immer im Ao Sai zum Markt gegangen, dem seidenen Hosenrock. Das gehörte sich so für ein Mädchen. Sie hat mir gesagt, wenn du deine Familie liebst, deinen Mann und die Kinder und immer für sie da bist, dann brauchst du gar nicht mehr an dich selbst zu denken. Dann gehst du auf in dem, was du tust. Und arbeitest gerne dafür. Mit ihren Angestellten kocht die Tochter eines kaiserlichen Beamten gern, wie das in Hue früher bei Hofe üblich war. Wir haben in der Mitte Vietnams unseren eigenen Charakter bewahrt. Nochmal anders als Nord- und Südvietnamesen, die sich auch sehr unterscheiden. Ihre Figuren, wie die Künstlerin selbst oder auch ihr Garten, scheinen der Zeit entrückt. Genauso wie die Parks, die die Kaiser hier in Hue um ihre Paläste anlegen ließen. Lange verfiel alles. Heute ist der Wert erkannt. Und die historischen Zeugnisse sollen bewahrt werden. Das Tor des Kaisers Thu Doc aus dem 19. Jahrhundert wurde mit deutscher Hilfe restauriert. Wir stoßen weiter nach Süden vor, wo die Menschen angeblich derber sind als im Norden und auf jeden Fall noch geschäftstüchtiger. Nord- und Südvietnamesen haben sich nie richtig über den Weg getraut. Die Touristenattraktion Hoi An empfängt uns mit schlechtem Wetter. Dieses Mal schlägt die Regen- und Sturmsaison noch heftiger zu. Vietnam zahlt seinen jährlichen Preis für das, was wohl dem Klimawandel geschuldet ist. Ein Taifun, Dauerregen, noch ein Taifun, noch einer. Die beste Gelegenheit für Übersetzerin Cham und mich, mit einem Adressentipp einkaufen zu gehen. Vietnam ist für edle Kopien bekannt, besser angeblich als die chinesischen. Handtaschen, Schuhe, alles nach Katalog abgeguckt und für kleine Preise nachgearbeitet. Fertig innerhalb von 24 Stunden. Ein Markenname sollte nicht draufstehen, dann wird es illegal. Wer sind Ihnen die liebsten Kunden? Nicht die Deutschen. Warum? Die handeln zu viel. Mit Strandurlaub in den Tropen kann man leicht auch schon mal baden gehen.
Von Hoi An sind es 10 Kilometer zum China Beach. Vor 40 Jahren war das auch schon ein Ferienort. Amerikanische Soldaten erholten sich mit Wellenreiten am China Beach, bevor sie wieder in die grüne Hölle geschickt wurden. Den Dschungelkampf gegen den Kommunismus. Im Vietnamkrieg war das die Sicht der Amerikaner auf Vietnam, die Hubschrauberperspektive. Vietnam war im Kalten Krieg zur Front geworden und wurde dafür zerbombt und verstümmelt. Das Land war geteilt in den kommunistischen Norden und den mit Amerika alliierten Süden, wo sich die Rebellen des Vietcong versteckt hielten. Die Amerikaner setzten auf diesen Flächen Entlaubungsmittel für einen besseren Blick von oben ein. Das Gift hieß Agent Orange. Seine Folgen lassen Vietnam bis heute nicht los. Und Schritt. Edith Heinlein hilft Agent Orange-Opfern, mit ihren Missbildungen zurechtzukommen. Okay. Und Schritt. Stopp. Im sogenannten Freundschaftsdorf bildet sie Therapeuten fort. Okay. Dolmetscher unterstützt. Gut, und darüber. Und jetzt zu. Denk zu, denk mal dran. Es ist der zweite Vietnam-Hilfseinsatz der Berlinerin bei Menschen, die sie bewundert. Andere Steinbank ist lang und ein Schritt. Ja? Dort. Sie sind durchhaltefähiger, sie können viel mehr kämpfen. Und wenn sie ein Ziel haben, sind sie ehrgeiziger als wir Deutschen. Patient Vi ist 19 Jahre alt. Sogar heute noch werden Kinder mit Behinderungen geboren, die durch Agent Orange im Erbgut ausgelöst wurden. Normal laufen können, das ist mein Traum. Vietnam im Umbruch. Mit so vielen Zielen, aber noch keiner klaren Richtung. Mit historischen Hypotheken und mit Charakter. Es ist hier etwas reicher geworden für mich, die Vietnamesen. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, sind sie Gott sei Dank immer noch diese netten Leute, die ich liebe. Jahrzehntelang wurde prozessiert, damit Amerika anerkennt, was es den Menschen in Vietnam mit Agent Orange angetan hat. 2012 endlich haben sich die USA bereit erklärt, Schuld auf sich zu nehmen und wollen jetzt helfen, die Folgen des Giftes zu bekämpfen. Mit der Unterstützung von Therapien, mit dem Abtragen verseuchter Böden. Edith Heinleins freiwilliger Einsatz wird ihr vielfach zurückgezahlt. Für mich sind die Vietnamesen sehr offene Menschen, ja, die auch nicht so Unterschiede machen, ob man schon älter ist oder jünger ist, sondern genau umgekehrt. Als älterer Mensch hat man hier eigentlich schon von vornherein eine sehr gute Stellung. In Deutschland wenden sich jüngere Menschen von älteren Menschen ab. Das finde ich das Faszinierende, dass es hier umgekehrt ist. Und sie lachen gerne, sind sehr offene Menschen. Und ich habe so viel Kontakt hier zu jüngeren Menschen, das tut mir gut. Das gefällt mir. Anleitung der Krankengymnasten. Ihr müsst. In zwei Wochen fliegt Edith Heinlein nach Deutschland zurück. Ihr Wissen soll da bleiben. Ihr Herz ist sowieso hier, im Freundschaftsdorf der Agent Orange Kinder und Kindeskinder. Die Einrichtung wird mit Spenden und auch mit Staatsgeldern am Leben gehalten. Auch Veteranen sind hier untergebracht, an deren Körper und Seele Agent Orange frisst. Ich war von 1967 bis 1975 Soldat. Wo ich stationiert war, wo ich gegessen und getrunken habe, da haben die Amerikaner von oben immer wieder diese Chemikalie versprüht. Seitdem plagen mich Schmerzen. Anfangs wussten wir nicht, dass dieses Zeug schuld war. Aber dann wurden unsere Kinder mit Missbildungen geboren. Sie waren alle Soldaten. Sie sind alle Opfer der Chemikalie. Für sie alle
geht auf diese Weise der Krieg Jahrzehnte nach seinem Ende doch noch weiter. Am Ende des Krieges sind wir nach Hause gegangen. Aber der Körper wollte nicht mehr. Wir haben gesiegt. Nur unsere Familien sind auch heute noch arm. Unser Leben ist immer noch hart. Immerhin, das Veteranenheim im Freundschaftsdorf wird jetzt renoviert. Soldaten des Vietnamkrieges und ihre Familien in Sonntagskleidung. Der Veteranenverband beim Wochenendausflug in die Vergangenheit, in die Tunnel von Cu Chi. Die Vietcong-Rebellen und die nordvietnamesische Armee hatten hunderte Kilometer des Landes so unterhüllt. Als Versteck und für Nachschubwege. So sah eine Kommandozentrale unter der Erde aus. Die Eingänge sind heute für Besucher erweitert. Im Krieg war gute Tarnung alles entscheidend. Vietnamesen und Amerikaner spielten Katz und Maus, bis die Mäuse gewannen. Unteroffizier Tan gehörte damals zu den Mäusen. Das hier ist ein Originalzugang. Viele Wochen habe ich da unten verbracht. Tagsüber haben wir im Tunnel gewartet, nachts sind wir rausgekommen, um zu kämpfen. Ex-Soldat Tan führt heute Touristen durch Cu Chi, auch viele Amerikaner. Er lässt sie über die Originaleinstiege laufen. Sie bemerken nichts. In den Verteidigungsanlagen von Cu Chi darf man auch Geld ausgeben. 80 Euro Cent pro Patrone für ein nachgefühltes Kriegserlebnis. Touristen aus Japan oder Korea verschießen gern ein paar Magazine. Am beliebtesten ist das Maschinengewehr. Vietnam pflegt heute gute Beziehungen zum einstigen Gegner USA. Wir kommen in Saigon an, wo am 30. April 1975 der letzte Hubschrauber von der amerikanischen Botschaft abhob. Heute heißt es nicht mehr Saigon, sondern Ho Chi Minh-Stadt und ist Vietnams Ort der Träume von Erfolg und Geld. Unscheinbar der Eingang in einer Nebengasse. Ein Zweiradparadies verbirgt sich dahinter. Ich wollte was ganz Neues anfangen. Ich wollte einfach was Deutsches hier in Vietnam machen. Da hier Vietnam gerade im Aufschwung ist, denke ich, dass ich da vielleicht irgendwie im Zug aufspringen kann und auch mitfahren kann. Vor 8 Jahren kam Hai Nguyen aus München, kaufte im Land 2500 alte Vespa-Rahmen zusammen und restauriert seitdem Nostalgie-Mopeds. 30 Stück pro Monat exportiert er an einen Bremer Geschäftspartner. Maßstab ist deutsche, nicht vietnamesische Qualität. Sie machen alles provisorisch, irgendwie günstig, nicht irgendwie teuer, weil wenn man was ersetzt, ist es teuer. Und wenn man provisorisch einfach irgendwas hinschweißt, hinklebt, irgendwas, dann funktioniert das die nächsten 5 Tage oder 10 Tage. Und wenn es wieder kaputt ist, dann klebt er das nochmal. Hai hat bei Mercedes in München gelernt. Er ist Flüchtlingskind mit deutschem Pass. Und inzwischen mit vietnamesischer Frau. Han würde nicht in Deutschland leben wollen. Ja, em đi du lịch thôi chứ em có ý định là đi qua bên đó ở luôn. Sie möchte nur Urlaub oder eine Reise dort nach Deutschland machen, aber sie würde niemals in Deutschland wohnen. Also ich fühle mich mehr als Bayer als Vietnamese. Aber trotzdem ist Vietnam oder Ho Chi Minh City eine sehr, sehr schöne Stadt. Sehr, sehr nette Leute und sehr fleißige Leute. Also aus ihnen ist ein Potenzial da, dass man irgendwas schaffen kann. Siehe diese Firma.
Heiß Spezialität. Er nennt sie Monster-Mopeds. Vespa-Nachbauten mit bis zu 40 PS, die beim Sprintstart an der Ampel ausgewachsene Motorräder abhängen können. Die von außen unauffällige Werkstatt öffnet sich drinnen zur Fabrik. Komplette Rollerreplikas werden hier produziert, auch Nicht-Original-Ersatzteile zum Export nach Italien. Außerdem kümmert sich der Chef um die Autos der Saigon-Schickeria und um Spezialaufträge. Es ist von einer Firma in Deutschland, sind die Teile gekauft worden. Die habe ich hier rübergebracht, alles in dieses Fahrzeug eingebaut. So ein Motorrad hat ca. 130-150% Steuer drauf. Also kostet das Fahrzeug ungefähr 40.000 Dollar hier in Vietnam. Und das ist sehr, sehr viel Geld für einen Vietnamesen, der eigentlich zwischen 3 und 5 Millionen nur verdient. Das sind ca. 250 Dollar im Monat. Aber es gibt in Saigon, in Ho Chi Minh City, Superreiche zur Genüge. Die fahren Maybachs, Rolls, Bentleys, alle Arten. Also Rolls-Royce bestimmt hier in Saigon 15 Stück. Bentleys über 50 Stück mit den neuen jetzt, mit den Mulsanne. Maybach sind hier in Ho Chi Minh City 8 Stück. Davon 2 Zeppelins. 2011er, das sind die ganz neuen, kosten in Deutschland über 800.000 Euro. Und diese Herren sind eigentlich meistens von Real Estate, also bauen Häuser, ja, Immobilienhändler. Träume kosten nichts, aber man kann wunderbar mit ihnen handeln. Drei Wochen Filmreise durch Vietnam gehen für uns zu Ende. Durch ein Land, in dem für Grund und Boden Traumpreise bezahlt werden, seit es in die Zukunft aufgebrochen ist. Mit einem Tempo, das man allerdings nur durchhält, wenn man wie die Preußen Asiens immer wieder sehr früh aufsteht. Am südlichen Zipfel fällt Vietnam ins Wasser, sprichwörtlich. Im Mekong-Delta mit seinen schwimmenden Märkten verabschieden wir uns. Und werden beim nächsten Besuch vermutlich manches schon nicht mehr wiedererkennen. Aber tief drin wird Vietnam das bleiben, was es immer war. Ein langes, schmales Land am südchinesischen Meer mit einem ganz besonderen, stolzen Völkchen aus Drachensöhnen und Feentöchtern.